wurde ja nur gewarnt, auch von meinem lieben Freund und väterlichen Freund und damals auch Chef Peter Sodan, den ich nach wie vor menschlich sehr, sehr schätze. Digga, das hat doch keinen Zweck, du kannst doch gar nicht vernünftig Deutsch sprechen. Was willst denn du im Westen? Naja, ich sage, Peter, warte mal ab. Schauen wir mal. Ich war auch nicht sicher. Ich war überhaupt nicht sicher. Ich bin da nicht rüber und hab gedacht, jetzt zeige ich euch Vögeln mal, wie es geht. Nein. Tiefsten Innern schon wahrscheinlich, aber das war nicht meine Attitüde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja. Und dann hat alles funktioniert. Also es war wie im Weihnachtsmärchen. Sina Peschke trifft. Thomas Thieme, er ist einer der ganz Großen im deutschen Filmgeschäft. Hat Kohl gespielt oder Hoeneß, und zu seinen größten Filmprojekten gehören auf alle Fälle Das Leben der Anderen, der Bader-Meinhof-Komplex, Der Untergang, Babylon Berlin oder auch Unter Leuten. Nichts geht ohne Thomas Thieme. Aber dafür ist er mindestens genauso scheu. Rote Teppiche mag er nämlich gar nicht und deshalb sieht man ihn auch so selten im richtigen Leben. Und da muss man auch einfach mal Glück haben. In diesem Falle bin ich das nämlich. Weil Thomas Thieme A. mein Nachbar ist und B. wir uns von unserem gemeinsamen Ehrenamt beim Kinderhospiz Mitteldeutschland kennen. Und da, nicht nur da, sagt man über ihn, der Thieme, der kann ganz schön schwierig sein. Aber sowas motiviert mich mehr. Und dann hatte ich noch Glück im Unglück. Im April 2020 war Lockdown, wir erinnern uns. Wir hatten alle ganz, ganz viel Zeit, keine Termine. Und das war dann die Gelegenheit zu sagen, Herr Thieme, wollen Sie nicht mehr rüberkommen? Das Wetter konnte nicht besser sein und er kam. Es wurde die längste Folge aller Zeiten, denn wie gesagt, wir hatten ja damals Zeit im Lockdown 2020. Sie sind ein Charakterdarsteller und das schaffen nur wenige. Ja, man könnte auch sagen Selbstdarsteller. Ich wollte jetzt mit einem Kompliment einsteigen. Ist mir das jetzt gelungen oder nicht? Selbstdarsteller wäre das schönste Kompliment, was Sie mir machen könnten. Thomas Thieme ist also heute mein Gast. Ich freue mich wirklich sehr. Schön, dass Sie da sind. Freue mich auch. Draußen gibt es nur Kännchen. Kennen Sie das noch? Mhm. DDR-Gastronomie, ja, oder? Genau. Ja, genau. Und ein bisschen davon abzulenken, habe ich Ihnen, ich habe gedacht, naja, was mag man, wenn man so unterwegs ist wie Sie? Haben Sie noch nie getrunken, ein Smoothie? Sie wollen noch nicht wissen, was da drin ist, gell? Ja, das schmeckt derartig gesund. Ja? Ich glaube, sowas habe ich überhaupt noch nie getrunken. Das freut mich sehr, das war der Plan. Das passt heute nämlich auch, denn wir sitzen im Garten und sollte es in der nächsten Zeit mal zwitschern oder sich ein bisschen nach Vertikutierern anhören. Das ist oder das wirkliche Leben. Genau, schreiende Kinder ist heute alles, alles mit im Programm. 2 Meter Abstand haben wir auch. Was sagt Ihr Augenmaß? Nur mindestens. So. Ich erkenne Sie kaum. Irgendwie hat die Krise nämlich auch was Gutes. Hätte ich nämlich unter normalen Umständen gefragt, Herr Thieme, hätten Sie mal Zeit für mich? Hätten Sie gesagt, nein, ich muss dahin zum Dreh. Insofern bin ich jetzt froh, dass Sie mit mir jetzt gemeinsam im Garten sitzen. Es ist schön. Finden Sie's? Schön, sehr schön. Ja, aber Schauspieler trifft es gerade ziemlich hart. Wann hatten Sie denn Ihren letzten Drehtag? Den hatte ich, wenn ich mich recht erinnere, schon im vorigen Jahr. Es sollte, das ist ja Murphys Gesetz, es sollte gerade wieder losgehen. Echt? 5 Tage, nachdem ich aus dem Rennen genommen wurde, oder der Film aus dem Rennen genommen wurde, geschoben wurde, wie das so schön heißt, hätten wir angefangen zu drehen. Und was war das für ein Film? Tolles Ding. Ich hoffe, es ist wirklich nur geschoben. Da gibt es einen sehr, sehr tollen Regisseur, der heißt Jan Schütte. Mhm. Jan Georg Schütte, glaube ich sogar. Und der macht so Impro-Filme. Da gab es Speed-Dating, da gab es Klassentreffen. Das Letzte, was er gemacht hat, war sogar ein Tatort mit Tatortkommissaren. Und da stehen 30 bis 40 Kameras rum. Und es wird 2 bis 3 Tage gedreht. Es gibt nur Bios, also Biografien, die du erfährst. Deine eigene selbstverständlich und auch zum Teil die der anderen. Und dann werden die Schauspieler aufeinander gehetzt. Zum Improvisieren. Und sowas machen Sie gerne? Nein. Nein, ich war noch nie ein Improvisateur. Aber auch mit den Kollegen, die da mitmachen, und teilweise meine Schüler sogar dabei, da kann man nicht absagen, ich muss das riskieren. Ich habe das noch nie gemacht. Ja.
Und es ist ein so netter Mann und es ist auch eine tolle Geschichte. Und das Ganze ist jetzt auf Eis gelegt und wird verschoben, sozusagen. Ist verschoben. Ja. Schlimmstenfalls heißt es eben cancelled. Wie hart trifft Sie es denn? Können Sie noch gut schlafen? Ehrlich gesagt kann ich von Treffen, der Begriff, der trifft es nicht. Hm. Ich glaube, dass die in meiner Generation, die so gearbeitet haben wie ich, und auch so intensiv und möglicherweise auch mit den Honoraren, dass die sich im Moment entspannt sein können, möglicherweise auch länger. Es gibt so eine Schicht Schauspieler, Sie wissen ja, es gibt ja eh zu viele. Dieser Beruf ist nicht geschützt. Jeder kann es machen. Also zu meiner Zeit, wie die Alten immer sagen, zu meiner Zeit gab es vielleicht ein Zehntel. An Schauspielern, im DDR. Oder so. Jetzt gibt es Unmengen. Und natürlich gibt es für die auch ohne Corona keine Beschäftigungsgarantie. Das kann ja gar nicht sein. Und dadurch, dass es nicht geschützt ist, wie gesagt, kann jeder sagen, ich bin Schauspieler. Und wenn ein Regisseur kommt, dann sagt, boah, der ist geil. Der sieht super aus. Den besetze ich. Dann wird eben ein ausgebildeter Schauspieler von der Ernst-Busch-Hochschule, der wird dann eben ins Glied geschickt und dann kommt der von der Straße und spielt. Und das ist eben in diesem Beruf möglich. Ich finde das übrigens ganz schön, dass das möglich ist. Ja. Künstlerisch gesehen. Mhm. Toll. Kommt immer frische Luft. Kommen immer neue Gesichter, kommen neue Stimmen. Auch Stimmen, die gar nicht ausgebildet sind, Gott sei Dank, oder die gar nicht richtig sprechen können. Alles prima. Im Film. Apropos Stimmen. Was haben Sie gerade für Ihre Stimme getan, besonders in den letzten Jahren, dass sie so klingt, wie sie klingt? Nix. Klingt gut. Ich habe sie schon in diversen Dokumentationen reden hören. Dachte, ja, das ist doch der Herr Thieme. Schöne Stimme. Ja, da kann man ja, ist ja doch mehr oder weniger angeboren. Da kann man ja wenig, auf der Schauspielschule waren sie nicht so zufrieden. Vor allen Dingen mit der Aussprache. Das ist ja auch schon 50 Jahre her, ne? Ja, das ist genau 50 Jahre her. Vollkommen richtig. Aussprache war das Problem. Stimme. Es gibt eben verschiedene Stimmen, verschiedene Schauspieler haben verschiedene Stimmen. Ja. Damit kam die Berliner Schauspielschule zurecht. Aber mit meiner Weimarer Aussprache hatten sie größere Probleme. Ja, Sie pflegen den Thüringer Dialekt bundesweit. Nein, ich pflege gar nicht. Doch. Warum soll ich ihn dem pflegen? Sie machen den Thüringer Dialekt doch gesellschaftsfähig, hoffähig. Das ist er ja nicht. Wir können dem Thüringer Dialekt vieles Schönes, Volkstümliches nachsagen, aber dass er gesellschaftsfähig ist, das halte ich für ein Irrtum. Nein, ich pflege ihn auch nicht. Sie werden sich für möglich halten, bemühe mich schon, sowas Ähnliches wie Hochdeutsch zu sprechen. Sie kriegen es nicht hin, oder wie? Es ist noch ein bisschen komplexer. Bestimmte Dinge, die Bayern und die Österreicher, mit denen ich ja viel zu tun hatte, haben einen großen Vorteil. Deren Sprache wird nicht hinterfragt. Mhm. Wenn die Wiener da ihren Schmäh loslassen, da mit ihrem Nesterei da am Burgtheater, boah, da sind sie alle aus dem Häuschen, das ist auch ein Dialekt. Mhm. Und zwar ein schauderhafter. Und wenn die Bayern loslegen, jo, Herbst, oder wie die sprechen, ich kann es ja gar noch nicht mal richtig nachmachen. Ich merke schon. Das wird auch kaum kritisiert. Sachsen und Thüringen, das scheint mir das Schlimmste zu sein, was sie sich in Deutschland überhaupt vorstellen können an Dialekt. Die anderen. Und Thüringen wird bei Sachsen eingemeindet, was ich natürlich grausam finde, wie sie sich vorstellen können. Katastrophe. Wem sagen Sie das? Aber die hören es ja nicht, die Deppen. Und Sachsen-Anhalt wird auch noch mit, da kommen Sie ja her mit Ihrem Sender. Die werden auch gleich noch mit eingemeindet. Aber wir sind Thüringer, um das nur noch mal klarzustellen. Aber ein hoffähiger Dialekt, eine hoffähige Sprache, mit der man sich in der Welt zeigen kann, ist es nicht. Ich habe neulich mit Robert Stadlober gesprochen. Und habe gesagt, dass ich Sie kenne. Und er sagte, ja, das ist doch der den Hoeneß gespielt hat. Und Hoeneß mit Thüringer Dialekt. Er hat sich nicht abbringen lassen. Sag ich, ja, das werde ich Ihnen sagen. Wie gesagt, ich kann es gerne nochmal, weil Sie es nicht richtig verstanden haben. Doch, ich habe es verstanden. Gerne nochmal sagen.
Ich bemühe mich. Ja. Es ist nur so, es gibt von Brecht den Begriff Gestus. Kennen Sie den? Ja. Der leitet den Brecht schon offenbar von Geste ab. Und ein Gestus, man sagt heute auch die Haltung. Also eine Figur, ein Mensch, sagen wir mal ein Mensch, nicht eine Figur. Ein Mensch hat eine Haltung. Hoeneß, Mensch Hoeneß, hat eine Haltung. Kann man ja in seinen Auftritten sieht man ja diese Haltung. Wenn er brüllt wie ein Zahnbrecher oder wenn er heult oder wenn er hochemotionaler, geladener, dicker Mann. So, jetzt geht es nicht darum, den hübsch zu kopieren. Oder noch schlimmer, den hübsch mit Schauspielersprache darzustellen, sondern es geht darum, diese spezielle Haltung, diese Emotion, dieses Kraftwerk Hoeneß rüberzubringen. Und da rutsche ich, andere vielleicht nicht, ich schon, rutsche in meinen Dialekt. Weil dann bin ich authentisch und dann bin ich vielleicht nicht authentisch Hoeneß, aber ich bin zumindest authentisch Thieme. Und wenn jemand mir freundlich gesinnt ist, stellt er die Verbindung zu Hoeneß her. Und dann habe ich mehr gewonnen, als wenn ich hübsch gesprochen habe. So, jetzt habe ich das mal ein bisschen vernünftig ausgeführt, wie ich das eigentlich immer will. Herr Thieme, was ist das für ein Gefühl, Risikogruppe zu sein? Ich bin seit meiner Geburt eine Frühgeburt. Ich bin als Risikogruppe auf die Welt gekommen. Weil was soll ich jetzt dazu? Weil Sie ein Mann sind oder warum? Ich meine jetzt bezogen auf Corona. Das habe ich schon verstanden. Ich bin ja nicht bekloppt. Das habe ich schon gemerkt, dass Sie Corona meinen. Ich fühle mich so nicht. Wenn ich krank werde, werde ich krank, dann gehe ich zum Arzt. Und dann schauen wir mal, was ich habe. Ende der Veranstaltung. Was soll ich denn zu diesem Thema, wo auch viele Kollegen von mir sich leider nicht bremsen können und irgendwas von sich geben. Plus die Spezialisten, die auch jeder was von sich geben. Und der Härtefall MDR Info, die Zuhörer geben auch was von sich. Ja, richtig. Die werden gefragt. Ich meine, die freiwillig machen die das nicht. Die werden es auch freiwillig machen, aber die werden gefragt. Was halten sie davon und so weiter. Ja. Naja, und in dem Chor stimme ich nicht ein. Mit welchen Gefühlen gehen Sie gerade unter Leute? Ich gehe nicht unter Leute. Sie sind ein Quarantänetyp. Oh, ich bin gerne allein. Wer kauft ein? Ich. Aber die sind sehr nett zu mir im Teegut. Ich bin eben der dicke alte Opa, den sie aus dem Fernsehen kennen. Und da sind sie nett. Bekannt und berühmt in ganz Deutschland, spätestens seit Ihren Filmrollen, seit Sie zum Beispiel Helmut Kohl gespielt haben oder in Der Untergang oder den DDR-Kulturminister in Das Leben der Anderen oder, wie wir gerade schon gehört haben, Uli Hoeneß und Babylon Berlin. Oh ja. Dort spielen Sie den Berliner Polizeipräsidenten Karl Friedrich Zörgiebel und vor ein paar Wochen erst den Bürgermeister in der Romanverfilmung Unterleuten, obwohl Sie da gar nicht viel machen mussten, wie ich finde. Ich hatte das Gefühl, Sie haben kaum geredet. Stimmt. Der hat nicht so viel Text. Das kann nur entgehen. Gehandelt. Der hat gehandelt. Aber viel im Bild. Ja. Aber von allen am meisten im Bild und das reicht mir schon. Ich habe unter Leuten in einer Theateraufführung gesehen und bin eingeschlafen. Da habe ich gedacht, mein Gott, was wird das jetzt für ein schwieriger Film werden? Aber ich muss sagen, ich bin wach geblieben. Ja, aber das ist unfair den Theaterkollegen gegenüber. Nee, also, wieso? Dass sie eingeschlafen sind, ist nicht unfair. Es steht ihnen zu im Theater. Ich schlafe auch viel ein. Also. Aber wenn man den Roman kennt, 1000-Seiten-Roman kennt, wenn man weiß, man hat ein Theaterstück draus zu machen, länger als 3 Stunden kannst du den Leuten ja damit auch nicht kommen. Man hat einen Film damit zu machen. Wir sind immerhin noch, wir sind sogar unter 3 Stunden. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, der Regisseur Matti Geschonek, der große, muss ich sagen, Regisseur, Matti Geschonek, der kann sich natürlich seinen Cast, wie man neudeutsch sagt, aus allen Schauspielern Deutschlands, wenn er auf die Idee kommt, er holt noch einen Amerikaner dazu, da kann er den auch noch anrufen. Im Grunde kann er alle Schauspieler der Welt anrufen. Dieses Gefühl hatte man auch, als man den Film gesehen hat. Ja, das, ob die kommen oder nicht, und ob sie das Geld dafür haben oder nicht, das wäre eine andere Frage. Ja, aber er kann sie alle fragen. Ja. Ein Theaterdirektor oder ein Theaterregisseur, der hat ein Ensemble. Das ist in Deutschland so. Und aus diesem Kollektiv sucht er sich seine Schauspieler.
das ist ja schon mal, sind ja schon mal unfaire Grundvoraussetzungen. Der muss ja unter die seinen diese Typen alle finden. Oder kann er mal einen Gast holen, einen vielleicht, ein ganz alter, den haben sie ja, hat ja keiner mehr heutzutage. Aber ansonsten kann man das gar nicht vergleichen. Er muss nehmen, was er hat. Ich habe es schon verstanden, aber trotzdem, wissen Sie, wenn Sie Zuschauer sind... Ja, das klingt schon wieder so, Sie mögen wohl Theater nicht. Doch, aber ich habe Sie lieber im Film, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil Sie mich von Theater verstehen wahrscheinlich. Das kann sein, ja. Das kann sein. Na, ich habe mich nicht unbedingt lieber im Film. Ich habe Glück gehabt mit ein paar Rollen im Film. Mhm. Ich hatte wirklich Glück. Ich habe ein paar richtig tolle Rollen. Ob ich so gut gespielt habe, das kann ich nicht entscheiden. Aber ich habe sie auf jeden Fall gekriegt. Im Theater waren sie natürlich noch sensationeller. Ich bin ja ein gefürchteter Shakespeare-Darsteller. Wieso gefürchtet? Naja, das war jetzt ein Witz. Weiß ja nicht, ob bei SB der Humor so dicht gesät ist. Das weiß ich noch nicht. Das sollte jetzt ein Witz sein. Gefürchtet im Sinne von, ich habe es manchmal ganz schön auf den Punkt gebracht. Mhm. Zwar schon eindrücklich, das aber mehr will ich dazu nicht sagen. Ja. Ich habe mich bemüht. Ich habe es leider verpasst. Na, ich gebe es ja gerne zu, ich kenne sie wirklich. Also die drei großen Shakespeare's, Richard III., also Dirty Rich, King Lear. Also Dirty Rich in Salzburg, Hamburg, King Lear in Antwerpen vor allen Dingen und Othello in München, Hamburg. Das waren schon ganz, ganz gute Sachen. Also meine Kategorie für Sie heißt Stasi, Nazi, Mörder. So die schwierigen Typen mit Hang zur Kauzigkeit. Und da kann ich ja auch nichts dran ändern, wenn das jetzt Ihr Bild von mir ist, dann können wir auch Schluss machen. Das ist die Kategorie, in die ich Sie packe, zusammen zum Beispiel mit Ben Becker. Und mit denen können Sie ja auch ziemlich gut sein. Was ist denn das für ein hanebüchener Vergleich? Gut, ich würde sagen, so können Sie gewesen sein. Damals kannte ich Sie noch nicht. Vielleicht vor 30 Jahren. Das kommentiere ich nicht. Ich kenne Becker, wie Sie wissen. Ich habe mit ihm als Regisseur gearbeitet und Becker macht Becker und ich mache Thieme. Und dabei bleibt's. Wie sehr müssen Sie sich auch eigentlich verstellen, um diese Charaktere zu bedienen? Ja, schon wieder so eine Schauspielschulfrage. Gar nicht. Weil das Talent eines Schauspielers besteht meiner Ansicht nach im Wesentlichen darin, die Dinge, die er dann nach außen bringen soll, Richard III. Oder Hoeneß, um es Ihnen mal so einfach zu machen, was ich meine, diese in sich zu tragen. Und das Talent ist, du siehst, wenn ich jetzt Sie spielen müsste, dann gucke ich Sie mir an, setze mir dann eine schicke, blonde, hübsche Perücke auf, nehme 50 Kilo ab und so. Und dann muss ich rausfinden, das ist alles nur äußerlich. Da muss ich aber rausfinden, wie ist die? Und dann muss ich das nicht spielen im Sinne von, ach so, die geht so und die kratzt sich so, das kann man bisschen bedienen für die einfacher gestrickten Zuschauer, damit die auch wissen, wen ich meine, dass ich auch Kohl meine. Da muss ich eben so ein bisschen so eine Birnenfrisur auch haben. Das ist klar. Aber das Entscheidende ist, dass ich in mir sie finde. Ich suche und dann muss ich finden. Wenn ich sie nicht in mir finde, ihr Wesen, ihre Seele, ihren Rhythmus, wie sie eben innerlich strukturiert sind. Wenn ich das nicht in mir finde, brauche ich es gar nicht erst zu versuchen. Ich. Es gibt Schauspieler, die kommen wahnsinnig von außen, machen alles von außen, schaffen sich die Sprache drauf, was lächerlich ist, unter uns gesagt, weil so gut wie das Original wirst du nie, da müsstest du Kabarettist sein. Es gab mal früher einen Kabarettisten, den werde ich nie vergessen, Thomas Freitag. Der hat ein Dreiergespräch gemacht, Strauß, Kohl, Brandt unterhalten sich. Und er war alle drei. Ach Gott. Ja. Damals war ich noch jung. Ich war total beeindruckt. Und ich würde sowas nie versuchen. Sowas kann ich nicht. Mein Job ist ein anderer. Ich muss genau das machen, was ich eben beschrieben habe. Ich muss von innen, inside looking out. Mhm. Nicht umgekehrt. So geht es mir heute so ein bisschen auch. Weil ich möchte ja auch rausfinden, was ist Rolle und wie sind Sie wirklich? Wollen Sie mir dabei helfen oder nicht? Da helfe ich Ihnen ganz besonders gar, weil ich Sie auch ganz gut leiden kann. Aber es gibt keinen so, wenn Sie mir eben gut zugehört haben, werden Sie merken, es gibt keinen so fundamentalen Unterschied. Ich muss die in mir haben.
Das ist mein Beruf. Wenn ich die nicht in mir habe, ich bin es nicht. Ich habe sie aber in mir. Ist das so kompliziert erklärt? Nee, das ist schon klar. Das ist schon klar, dass ein bisschen was... Ich muss wissen, bleiben wir mal beim Uli. Der kleine Uli im Fleischerladen, damals im Fränkischen in Ulm. Der kleine Uli, der eigentlich Fleischer werden sollte, keinen Bock hatte, weil er auch viel zu intelligent war, auf Lehramt studiert hat, großartig Fußball spielen konnte, vor allen Dingen großartig kämpfen am Fußballplatz. War kein gefinkelter Techniker wie Netzer, aber ein unglaublicher Berserker. Und der eben aus dem kleinen Fleischerladen Uli wird der mit Abstand berühmteste deutsche Manager im Fußball. Das ist doch interessant. Interessant ist doch, wie ist denn das gegangen? Und da muss ich eben zurückgehen bis zum kleinen Uli im Fleischerladen und muss prüfen, wie war der? Wie ging es dem? Warum willst du auf Lehramt studieren, wenn du aus dem Fleischerladen kommst? Mhm. Was machst du mit einem Fußballtalent, was du hast? Und wie musst du dich reinhängen, so weit zu kommen? Wie musst du ackern? Wie musst du trainieren? Und wie schaffst du es mit 27 Jahren? Und da eigentlich setzt das Interessanteste seines Lebens ein, so einen Verein zu managen. Er ist mit 27 Jahren Manager geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Heute sind sie mit 27 Jahren im ersten Semester, wenn überhaupt. Sind Sie Bayern München-Fan? Nee. Sondern? Eintracht Frankfurt. Und Sie gehören mittlerweile zu den besten und gefragtesten Schauspielern, die wir in Deutschland haben. Dabei waren Sie kein Spätzünder, aber ein Spätstarter. Und darüber sprechen wir gleich. Das schmeckt grausam, aber ich glaube, es ist gesund. Ja. Es erfrischt auch. Das ist einfach nur Joghurt mit Früchten. Furchtbar. So, ja. Habe ich mir gedacht. Herr Thieme, Sie sind 71 Jahre, 71,5. Mhm. Genau, ja. 71,5 Jahre. Yes. In Weimar geboren, also ein echter Thüringer, wie wir vorhin schon festgestellt haben, und leben seit einigen Jahren wieder in Weimar, aber auch in Berlin. Ich frag mich immer, wie das geht. Wahrscheinlich leben Sie aus dem Koffer oder haben irgendwie Dinge doppelt oder... Ich bin jetzt schon am Stück fast 4 Wochen hier, wegen bekannter Umstände. Ja. Und Sie vergessen nicht gelegentlich mal irgendwas oder so? Naja, vieles habe ich doppelt. Also beispielsweise habe ich in jeder Wohnung einen Schlafanzug. Einen, das ist gut. Ja. Manchmal auch mehrere, aber ich habe die Gebrauchsgegenstände alle hier doppelt. Wie da, wie ja, man so schön sagt. Ist klar, ja. So muss es auch sein, sonst wird man wahnsinnig, gell? Ich werde nicht wahnsinnig, machen Sie sich keine Sorgen um mich. Es geht alles gut. Was verbindet Sie eigentlich, außer dass Weimar Ihre Geburtsstadt ist, was verbindet Sie mit Weimar? Weil eigentlich passen Sie eigentlich nicht in die Provinz. Seid ihr in Magdeburg? Ja. Sitzt ihr in Magdeburg? Ja. Damit fange ich mal an. Was verbindet einen? Mein Sohn zum Beispiel ist in Magdeburg geboren. Ich war 5 Jahre Schauspieler in Magdeburg in einer Zeit, da hat keiner ihrer Hörer schon gelebt. Und die noch leben, die haben es vergessen. Also ich war da mal 5 Jahre, mein Sohn ist da geboren. Mhm. Und ich bin eben hier geboren. Mhm. Also mein Sohn, will ich damit sagen, hat überhaupt keine Verbindung zu Magdeburg. Der liebt, weil ich ihm das sehr früh nahegebracht habe, das Kloster unserer lieben Frau. Und das halte ich für den schönsten romanischen Sakralbau, den ich überhaupt kenne. Und ich habe viele gesehen, weil ich Architekt werden wollte. Ich habe die in Südfrankreich gesehen, ich habe die in Italien gesehen, im Burgund gesehen. Für mich ist dieses schlichte, zurückgenommene, minimalistische Kloster da in Magdeburg, das ist meine Traumkirche, mein Traumkloster. Das liebt mein Sohn Arthur auch sehr. Mhm. Und so bin ich eben nun mal hier geboren, wie der in Magdeburg. Und musste eben mich mit Goethe rumschlagen. Woher kommen eigentlich die Schauspielergene? Sind Sie vorbelastet? Nee. Gar nicht. Was hat Ihr Vater gesagt? Oh, ich glaube, Großtante. Also das war von meiner Mutter, ihrem Bruder. Nee, von meiner Oma, ihrem Vater, die Schwester. Also sehr alte erinnern sich an den Namen Edith Herdegen, eine zu ihrer Zeit berühmte deutsche Schauspielerin. Aha. Die war mal in der Familie. Und sonst nicht? Null. Jetzt kombiniere ich einfach mal, Sie haben uns vorhin schon verraten, dass Sie eigentlich Architekt werden wollen. Sind Sie deshalb erstmal Kulissenschieber geworden im Theater? Ja, mehr oder weniger war das der Grund. Ich habe es nicht geschafft im ersten Anlauf. Heute bin ich sehr froh.
Mhm. Ich wollte ja hier in Weimar natürlich. Hochschule für Architektur und Bauwesen, die haben mich nicht genommen. Und dann musste ich Zeit überbrücken, weil damals hat der Vater nicht die Brieftasche aufgemacht und gesagt, hier, mein Söhnchen, hast du 1000 Euro oder Ostmark und mach dir mal ein schönes Jahr. Also so ging es nicht. Ich musste überbrücken, weil ich nicht mehr wusste, was ich werden soll. Und da ich in meinem erlernten Beruf, ich habe auch einen Facharbeiterbrief, ich bin Maschinenbauer, in meinem erlernten Beruf nicht wirklich arbeiten wollte, in 3 Schichten im Weimar Werk, das war es nicht, habe ich ein bisschen rumgehorcht und da wurde mir das vorgeschlagen. Zumal es da auch ein Ballett gab an diesem Nationaltheater in Weimar. Kann man auch gut überbrücken, ne? Und als ich das hörte, damals war ich, wie gesagt, war ich ja nicht 71, sondern 70, sondern 17. Und da dachte ich, das ist eine gute Idee. Mhm. Da, wo es Ballett ist, da will auch ich hin. Und da bin ich Kulissenführer geworden. Ja. Tolle Zeit. Klasse Zeit. Ist mir eine Welt aufgegangen in dieser piefigen Stadt hier. Diese Typen, die dort waren, oder viele, waren schon anders. Mhm. Die Theaterleute. Da waren Schwule dabei. Kannte ich ja alles nicht. Aus meiner bürgerlichen Umgebung. Ja. Und ich habe nur gestaunt und war glücklich, dass diese ganzen Freaks da alle rumsprangen. Und es gab sogar schon Ausländer. Muss ich mir vorstellen, 67. Ja. Ausländische Tänzer, ausländische Sänger. Sogar waren sie nicht weiß. Ja, klar. Das habe ich geliebt. Und da habe ich Blut geleckt und dann habe ich mich auf der Schauspielschule beworben, bin übergangslos genommen worden. Ich kürze das jetzt ab, weil ich es schon 700 Mal erzählt habe. Bin sofort genommen worden, habe dort studiert und habe die damals sehr berühmte Berliner Schauspielschule absolviert. So, und welche ist Ihrer Meinung nach die erste wirklich erwähnenswerte Rolle gewesen? Ja, die erste. Egmont am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Egmont von Goethe. Das war auch noch der Witz, dass ich aus der Goethe-Stadt kam und fliehen wollte immer aus der Stadt. Eigentlich am liebsten. Und nee, aus der Stadt weniger, aber vom Goethe ein bisschen weg. Mhm. Ich wollte mal ein bisschen Raum zwischen Goethe und mich bringen. Und komme ich nach Zittau und kann Schwein wissen, wo es überhaupt liegt und spiele Egmont. So, wie ich ihn eben gespielt habe, fragen Sie mich nicht, wie es war. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich Ihnen das schon ein paar Mal gesagt habe, aber ich muss es immer wieder sagen. Und jetzt habe ich wieder die Gelegenheit, weil Sie so vor mir sitzen. Es wird ja im Alter auch nicht besser. Sie erinnern mich immer wieder an Gerd Fröbe. Oder bin ich nicht die Einzige? Nächste Frage. Ist das ein Schicksal? Nächste Frage. Wieso? Ja, warum? Was soll ich dazu noch sagen? Dazu ist alles gesagt. Selbstverständlich. Er ist 88 gestorben. Hatten Sie Gelegenheit, beziehungsweise... Ihn kennenzulernen? Ja. Leider nein. Gar nicht. Hätte ich gern. Sehr geschätzt. Nicht alle Filme, die er gedreht hat. Ja. Ich meine, der Mann musste ja leben, musste arbeiten. Adolf hat mal gesagt, das fand ich toll, da hat auch so ein nassforscher Reporter zu ihm gesagt, Adolf, so und so viele Filme, hat er auch so einen Zettel dabei. Und das waren ja nun nicht alles Meisterwerke, wie die Blechtrommel oder... Das waren wahrscheinlich 200 oder so, oder 150, die er gedreht hat. Ja. Das hat er, ja. Wenn ich nur die Meisterwerke gedreht hätte, mein Lieber, davon hätte ich nicht leben können. Und wie ist das bei Ihnen? Ähnlich. Gibt's einen Film, wo Sie sagen, hätte ich mal lieber nicht gemacht? Ja. Und, was ist das für eine? Nächste Frage. Wollen Sie nicht? Man muss doch auch dazu stehen. Wieso? Ich habe die Filme, da bin ich noch nicht verantwortlich für die Filme. Und wenn ich jetzt im Nachhinein sage, das hat mir nicht gefallen, dann fragen die zu Recht, na, warum hast du es da gemacht? Also die Regisseure oder die Produzenten sind so eingeschnappt. Und warum soll ich die Leute beleidigen? Die haben doch mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Ich auch. Dann haben wir es uns angeguckt. Denen hat es gefallen. Mir hat es nicht gefallen. Naja, was willst du da noch weiter sagen? Sie waren am Theater in Magdeburg, haben Sie vorhin schon gesagt, und auch am Theater in Halle und haben 1981 einen Ausreiseantrag gestellt, auf den Sie 3 Jahre lang warten mussten. 2010. Bitte? 2 Jahre, 10 Monate. Warum? Warum ich warten musste? Nee, warum Sie weg wollten. Ach so, ja, weil das hätten Sie mir gefragt müssen, warum ich warten musste. Hatten Sie oder seine Nachfolger. Es gibt ja noch genug. Es wimmelt ja noch davon. Die können Ihnen das auch vielleicht sagen.
Na, ich wollte raus, ich wollte was anderes erleben. Ich wollte vor allen Dingen endlich mal an ein großes, wirklich bedeutendes Theater. Was und Berlin hat nicht geklappt, die haben mich nicht genommen. Könnte jetzt, das wäre jetzt wieder eine Geschichte für sich. Ich hatte ein sehr gutes Vorsprechen beim Hetterle am Maxim-Gorki-Theater. Der wollte mich unbedingt. Aber da gab es andere, die wollten mich nicht. Und da war ja damals alles ein bisschen. Wenn du. Es war ihm zu eng, ja. So, ja. Und ich wurde 30. Traue keinem über 30. Und ich dachte immer, wenn jetzt nicht, jetzt muss es mal gehen. Waren Sie damals schon Vater? Ja, ich war mit 19 Vater. Zum ersten Mal. Ungeplant. Wie soll man das planen? Gut, im Osten war das ja aber nichts Besonderes. Nee. Nee, das war ich ja war nicht der jüngste Vater in Weimar. Ist denn Ihr Plan sofort aufgegangen im Westen, an die Theater zu kommen, an die Sie wollten? Naja, das war wirklich, also das ist wahrscheinlich der entscheidendste Punkt in meinem Leben als Schauspieler gewesen, da wegzugehen. Ich wurde ja nur gewarnt, auch von meinem lieben Freund und väterlichen Freund und damals auch Chef Peter Sodan, den ich nach wie vor menschlich sehr, sehr schätze. Der war ein Magdeburgmann, Chef von den Halle. Digga, das hat doch keinen Zweck, du kannst doch gar nicht vernünftig Deutsch sprechen. Was willst denn du im Westen? Naja, ich sage, Peter, warte mal ab. Schauen wir mal. Ich war auch nicht sicher. Ich war überhaupt nicht sicher. Ich bin da nicht rüber und habe gedacht, jetzt zeige ich euch Vögeln mal, wie es geht. Nein. Tiefsten Innern schon wahrscheinlich, aber das war nicht meine Attitüde, wenn Sie wissen, was ich meine. Ja. Und dann hat alles funktioniert. Also es war wie im Weihnachtsmärchen. Mich hat Adolf Dresen, ein damals berühmter DDR-Regisseur, der exiliert war da in Frankfurt, der hat mich engagiert. Habe ich Hauptrollen gespielt, bin ans Burgtheater engagiert worden, habe ich Hauptrollen gespielt, bin an die Schaubühne engagiert worden, habe Hauptrollen gespielt. Und dann habe ich gedacht, so jetzt reicht's mal wieder mit immer schön Ensemble. Jetzt machst du den nächsten Schritt. Alles ein bisschen zeitversetzt. Andere waren schneller. Insofern haben Sie schon recht, das ist alles manchmal ein bisschen spät. Ich hätte vielleicht Schaubühne mit Sicherheit früher weggehen können. Und da bin ich aber 97 wirklich, da war ich immerhin schon 50. Da bin ich dann aus dem festen Ensemble raus. Und von da an ging es richtig ab, weil ich dann auch, ich habe immer gedreht. Ich habe schon in der DDR gedreht, in Lotte in Weimar. Ich habe immer gedreht, aber ich konnte nie drehen, wenn Sie den verstehen, was ich meine. Ich konnte nie richtig drehen. Ich konnte nicht, was weiß ich, Mehrteiler in der DDR drehen. Das hätte mich Kinder auch noch rausgelassen. Und im Westen genau dasselbe. Wenn ich da richtig, gut, im Westen war es einfach, da hätte ich einfach gesagt, ich mache Schluss. Und die hätten mich dann auch gelassen. Aber ich habe es ja geliebt. Ich wollte Shakespeare spielen. Also ich habe nie gelitten darunter, dass ich jahrelang nicht die großen Filmrollen hatte. Und als ich dann angefangen habe zu drehen, war ich genau im richtigen Alter. Ja, und irgendwann kam dann 2006 das Leben der anderen. Sie sind ja Oscar-Preisträger, dafür gab es nämlich den Oscar. Ja. Wird nach so einem Preis alles noch besser? Es gibt witzige Begegnungen. Ich habe Tom Cruise getroffen bei der Trauerfeier von Ulrich Mühe. Und ich spreche unbrauchbar, sagen wir mal höflich, Englisch. Und er erkannte mich und sprach mich an und war, ich übertreibe nicht, der war begeistert. Von Ihnen? Minister. Oh. Ah. Und da war Henkel dabei, der ist doppelt so groß wie, Henkel von Donnersmann ist doppelt so groß wie. Wir müssen es vielleicht nochmal erklären, weil Sie den Kulturminister gespielt haben. Kulturminister Hempf, Stasimann, genau. Und das hatte der gesehen und war. Ich dachte, der kriegt sich gar nicht mehr ein. Und der lange Henkel von Donnersmarck stand daneben und musste alles übersetzen, weil ich ja nicht verstand so richtig. Und ich wollte auch nicht Englisch antworten, das wäre so peinlich. Da habe ich Deutsch geantwortet, hat er dann wieder übersetzt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn, da sagt der Cruise zu mir, so ihn haben wir nicht. Ich kenne keinen in ihrem Alter, das ist noch schon wieder 15 Jahre her, da war ich noch kein Opa. Ja. Wir haben so ähnlich, kommen Sie doch nach Amerika. Sagte, ich wohne ganz schön und Sie können bei mir wohnen. Ich besorge Ihnen eine Agentur und ich verspreche Ihnen, wenn ich mich irre,
haben Sie nichts verloren, dann fahren Sie einfach wieder zurück und machen wieder Deutschland. Ich bin aber fast hundertprozentig sicher, wenn Sie hierher kommen und ich helfe Ihnen dabei ein bisschen, das wird. So. Das war ein schönes Erlebnis. Und dann? Dann bin ich zu Hause geblieben, natürlich. Warum? Ich nehme mal an, dass ich nicht der Einzige bin, dem Sie mal sowas erzählen. Das glaube ich nicht. Oh. Meinen Sie wirklich? Sie kennen die Branche nicht so gut wahrscheinlich. Ja, das klang, also für mich klang das ja, wenn Sie das so erzählen, nach einem gewissen Interesse. Ja, das war aber auch sehr persönlich. Ich meine, Cruise ist wie ich Schauspieler. Hm. Weil er so Produzent, klar, das ist klar, Weltstar. Zuerst hätte der schon Connections gehabt, mich da zu pampern so ein bisschen und mich reinzubringen. Aber es war mir auch irgendwie zu spät und gleich dahin. Es gab da eine Anfrage, da wollten sie ein Remake machen von dem Ding. Das wird ja gerne mal gemacht, dass deutsche Stoffe, auch die Til Schweiger-Filme sind ja zum Teil gecovert worden. Und dann wollten sie sowas machen. Das ist ja dann kein Remake, das ist ja eine Cover-Version. Hm. Und wollten sie machen. Und das war nicht der Maler Jackson Pollock, es gibt auch einen, gab auch, der ist tot, ein Regisseur Pollock. Mhm. Vorname vergessen. Tolle Filme gemacht. Und der wollte mich, obwohl ich Deutscher bin, für diese Rolle in einem amerikanischen Film, für die Adaption dieser Rolle. Es wäre nicht das Gleiche gewesen wahrscheinlich. Habe nie ein Drehbuch gelesen, weil er gestorben ist. Sydney heißt er. Sydney Pollack. Schauspieler auch. Ja. War tot. Naja. Und der Cruise hat sich auch nie wieder gemeldet. Sie sind so süß. So ist die Branche nicht. Da meldet sich keiner zweimal. Vielleicht, wenn ich Marlon Brando wäre, hätten sie vielleicht zweimal gemeldet. Selbst bei Marlon Brando haben sie sich manchmal nicht wieder gemeldet. Also, das ist keine Romantikerveranstaltung. Und ich bereue das überhaupt nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich gar nicht wohlgefühlt. Ich wäre da drum gestolpert da in Amerika. Hätte vielleicht sogar ein bisschen was hingekriegt. Das traue ich mir schon zu, dass ich wie einige andere deutsche Schauspieler, die ja auch ein bisschen was hingekriegt haben, anders kann man es ja nicht bezeichnen. Es ist ja nie einer richtig durchgestartet. Herr Thieme, rote Teppiche mögen Sie nicht. Das ist eine falsche Formulierung. Ich habe Sie noch nirgendwo gesehen. Ich betrete Sie ungern. Genau. Bis gar nicht. Was mögen Sie denn? Gute Getränke, gutes Essen und gute Rollen. Aufmerksamkeit ist doch für... Und gute Menschen wie Sie. Aber Aufmerksamkeit ist doch für Schauspieler sowas wie ein Grundnahrungsmittel. Ach so? Ja. Für mich nicht. Nicht. Ich habe genug. Oder so. Aufmerksam. Ja, bin ich zu kurz gekommen. Also ich will damit nicht sagen, dass alle, die da auf dem roten Teppich rumspringen wie die Geisteskranken, dass die alle zu kurz gekommen sind. Aber es mag sein, dass sie sich zu kurz gekommen fühlen. Sie müssen mal einen fragen, ich nenne keinen Namen, der auf dem roten Teppich zu Hause ist, und müssen den mal fragen, warum er es macht. Weil eine logische Erklärung gibt es mit Sicherheit nicht. Es muss irgendwas... Ja, gut, aus dem Reich der aus einer anderen Welt sein. Das mag sein, aber trotzdem finde ich jetzt mal, unabhängig von der Schauspielerbranche, ist doch gegen einen Branchentreff ab und zu jetzt nichts einzuwenden, oder? Nein. Das, okay. Ich bin ja auch nicht Chef der Vereinigung zur Abschaffung der Branchentreffs. Auch das interessiert mich nicht. Mich interessiert weder der Branchentreff selbst noch ihn nicht zu besuchen. Es ist überhaupt nicht mein Thema. Das ist das Drama für Sie jetzt. Nee. Ich kann dazu wenig beitragen. Ich interessiere mich nicht für Preise, ich interessiere mich nicht für den roten Teppich und ich interessiere mich nicht für Branchentreffs. Ich interessiere mich auch nicht so wahnsinnig für Kollegen. Ich interessiere mich für Menschen, für komische Menschen. Für komische Menschen? Wenn ich Herrn Werner zum Beispiel, unseren Fotografen, hier die ganze Zeit beobachte, da habe ich mehr davon. Also wenn ich den Kollegen XY zum 80. Mal treffe und der mir wieder erzählt, wie hoch seine Honorare sind. Erstens kriege ich da nur eine Wut, weil ich ihn mit Sicherheit für unbegabt halte. Und was habe ich denn von dem ganzen Gequake? Außerdem lese ich ja viel, sehr viel. Zurzeit Stanislaw Lem,
witzigerweise, weil ich für den Herbst was vorbereite. Ja. Stanislaw Lem, kennen Sie den? Nee, ja, nie den gehört. Müssen Sie mal lesen. Den habe ich mit 17 gelesen. Das fand ich irgendwie abenteuerlich. Kein Wort verstanden. Letztendlich. Jetzt lese ich den mit 70. Das ist ein Genie. Das ist ein Philosoph. Das ist ein Psychologe. Das ist ein sensationeller Autor. Was schreibt er denn? Science Fiction nennt man das heute. Mhm. Früher hieß es utopische Romane. Sterntagebücher, Solaris heißen die Hauptwerke. Ich habe den ignoriert. 60 Jahre ungefähr, gedacht, ah, den gibt's. Jetzt bot mir jemand an, Stanislaw Lem zu lesen. Pole, lange tot. Und da habe ich das gelesen. Damit beschäftige ich mich und es tut mir leid, auch wenn ich wie ein Misanthrop rüberkomme, aber das interessiert mich mehr, als wenn XY mir erzählt, wie schön es beim Branchentreffen in Baden-Baden war. Ich würde mich jedenfalls manchmal freuen, Sie dort zu sehen, weil ich bin öfter mal da und gucke so. Ja, Sie müssen da auch hin. Ja. Sie müssen dort ja, Ihre Opfer abfangen. Sie habe ich ja auch so gekriegt. Das freut mich sehr. Wenn ich nicht hier nebenan wohnen würde, wäre ich nicht gekommen. Herr Thieme, eins ist ja klar, Sie haben mit Theater angefangen, machen Sie jetzt nicht mehr ganz so oft. Sie drehen lieber Filme und sind dann, weil Sie zu den besten Schauspielern gehören, die wir haben, Sie werden auch noch nicht mehr rot, das ist schön, bei Babylon Berlin dabei. In dieser Serie spielen Sie ja den Berliner Polizeipräsidenten Zörgiebel. Karl Friedrich Zörgiebel. Nee, nur Karl. Nein, Friedrich heißt er auch nicht. Echt? Na, okay. Da habe ich nicht genug studiert. Mhm. Herr Thieme, diese Serie hat 3 Regisseure. Ja. Was haben die richtig gemacht, dass diese Serie auch international quasi durch die Decke ging? Schwer zu beurteilen als Schauspieler. Das sind gute Regisseure, glaube ich. Das ist schon wichtig. Die hatten ein sehr gutes Setting, also sehr gute Umstände. Wir waren in der glücklichen Lage, wie mein Freund Matti Geschonek, jeden anrufen zu können. Mit einer Einschränkung, sie mussten die Gage halbieren, die da mitmachen durften. Ach so. Ja, man war eben nicht so sicher, wie das sich kommerziell dann darstellt. Also haben Sie es auch für die Hälfte gemacht? Ja, klar, natürlich. Ja, in meinem Alter ist es ja noch, ehrlich gesagt, nicht mehr so rasend wichtig, da immer deine Gage durchzudrücken, was mir übrigens im Wesentlichen gelingt. Es ist viel wichtiger, dass mir die Rolle gefällt. Ich bin seit 7 Jahren Rentner. Also normalerweise wäre ich aus dem Verkehr gezogen. Also deutsche Geschichte ist ja nicht immer der leichteste Stoff, aber ich glaube, der Erfolg der Serie hat auch damit zu tun, dass sie vielleicht zur richtigen Zeit kam. Fragen Sie mal Herrn Tückmann. Weil er meinte das. Ich habe ein Vorgespräch gehabt mit Tom Tückmer und da hat er 2 Sachen gesagt. Und da hat er, glaube ich, 2 Volltreffer gelandet. Erstens, es ist die Zeit der Serien. Das war vor 5 Jahren ungefähr, als wir das Gespräch geführt haben. Mhm. Das hat sich total erwiesen. Es gibt ganze Firmen, die wie Netflix und so weiter. Und diese Streaming heißen die, glaube ich, ja? Heißt das Streaming? Ja. Die nur noch sowas machen. Und das Zweite, was er gesagt hat, diese Jahre, Endzehner, Anfang 20er bis in die 30er rein, die werden die Menschen in der nächsten Zeit intensiv beschäftigen. Da gab es die AfD noch gar nicht richtig. Als wir dieses Gespräch geführt haben, da gab es diese, da war der Kleine noch Lucke, wenn Sie sich überhaupt noch an den erinnern. So ein kleiner Suppenkasper, der war damals AfD-Chef und machte nicht den Eindruck, dass er die Welt verändern kann. Dann kam erst Frau Petri. Und dann kamen erst diese schrecklichen grauen Gespenster, die da jetzt, wie bei Momo, da gibt es ja die grauen Herren. Kennen Sie Momo? Das Kinderbuch? Da gibt es die grauen Herren. Und wenn ich die immer sehe, vor allen Dingen ihren Obermacher da, den Gauland, denke ich immer, ah, das sind die grauen Herren aus dem Märchen. Und damals gab es, die Frau Petri war so eine hübsche, freundliche Frau wie sie. Und man hat damals noch nicht geglaubt, dass die mal Einfluss gewinnen. Tückmann hatte recht. Es ist jetzt eine Zeit. Viele stellen ja den linearen Vergleich her.
20er jetzt, 20er damals. Natürlich Quatsch. Das können nur Leute machen, die historisch nicht so bewandert sind. Es gibt fundamentale Unterschiede. Die Weimarer Republik kam aus einer Monarchie. Die DDR und Westdeutschland kommen aus einer Diktatur. Eine Monarchie und eine Diktatur unterscheiden sich schon. Also man muss da auch ein bisschen das Gehirn eingeschaltet lassen und nicht nur so billige Vergleiche für eine Mark. Gerade läuft die dritte Staffel von Babylon Berlin, gerade auf Sky. Ende des Jahres wieder in der ARD. Der Zörgiebel scheint sehr alt geworden zu sein, ne? Ja, Zörgiebel ist, glaube ich, raus. Zörgiebel ist versetzt worden. Er wird in der dritten Staffel versetzt. Das ist ja eine historische Figur. Da kann man ja nicht die Hauptfiguren, die beiden jungen Leute, die sind ja nicht belegt, historisch. Ja, die heißen Fritz Müller und Clara Meyer und sind irgendwelche Leute. Während Zörgiebel, das ist der mit dem Blutsonntag. Er hat auf die Arbeiter schießen lassen. Das ist ein Geschichtsbuch. SPD-Politiker, ne? Und genau, das ist der Punkt. Als Schwarzer hätte er wahrscheinlich auch auf die Arbeiter schießen können. Als Roter war das ein Unding und das wurde ihm bei seinen eigenen Leuten zum Verhängnis. Und dass er Sozi war, wurde ihm bei den Schwarzen zum Verhängnis. Und er war nicht mehr gesund, er war alt und er war wahnsinnig erschöpft. Das sieht man im dritten Teil auch, würde ich Ihnen dringend empfehlen. Ja, ich habe nicht, also Sky kann ich nicht, aber ich warte einfach. Es kommt ja bald. Ja, genau. Und mal auch auf Zörgiebel gucken, das ist nicht die attraktivste Männerfigur. Es spielt ja Benno Fürmann mit. Da hat man ja von vornherein schon das Spiel verloren, optisch. Aber es ist hochinteressant, wie dieser alte Mann, ein Tier, ein kraftvoller Mensch, hochintelligenter Mann, wie der abgebügelt wird. Und wie der dann im Grunde wegschleicht, nach Köln versetzt wird. Ich habe noch ein Gespräch geführt mit Tom Tückmer beim Synchronisieren der dritten Staffel. Da sagt er plötzlich, sag mal Thomas, ich glaube, du bist durch. Ich glaube, der Zörgiebel ist durch. Ja, ich sag, Klaus, ja, durch. Der ist ja versetzt worden nach Köln. Und der Historische kommt doch nicht wieder. Na, dann müssen wir mal irgendwie gucken. Ohne Zörgiebel, Mensch. Kann ich mir jetzt gar nicht richtig vorstellen. Aber wissen Sie, was, ist doch süß, was ich sehr schade fand, dass Herr Brandt so schnell raus musste. Sie wissen, ja? Naja, ich verstehe jede Frau, ich verstehe jeden Zuschauer, der Brandt liebt. Brandt ist großartig, großer, der wahrscheinlich der Einzige in seiner Generation, der einen Aristokraten spielen kann, der einen Menschen spielen kann, der wirklich aus besserem Hause kommt. Der kommt ja aus sehr gutem Hause. Es hat ihm auch nicht geschadet. Es ist ein gewisser Vorteil für seine Karriere auch gewesen. Also wir reden hier von Matthias Brandt, dem Schauspieler, der Sohn von Willy Brandt. Ja, ganz groß, ganz großer Schauspieler. Ich habe das auch so bedauert. Er ist ja noch vor mir weg gewesen. Ja, ja, nach der ersten Staffel quasi. Ja, weil es raus in die Luft geflogen ist. Und da sie den auch so gerne behalten wollten, haben sie auch versucht, ich weiß nicht, drüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ernsthaft, aber drüber nachgedacht, dass der irgendwie halbtot rausgezottelt wird aus dem Haus. Ja. Und dann ist er 2-3 Folgen im Krankenhaus, er wird immer mal reingeschnitten, da ist er mit Mull zugepackt und irgendwann steigt er wie Phönix aus der Asche in den Rollstuhl und spielt weiter. Das haben sie aber dann doch nicht gemacht. Damals waren sie auch noch, das ist auch eine historische Figur. Ja. Da waren sie noch, glaube ich, noch ein bisschen pingeliger. Jetzt müssen sie, weil das sind historische Romane, die Vorlagen, und du kannst keine historischen Romane eins zu eins verfilmen. Da schlafen die Leute, wie sie im Theater, schlafen die Leute ein. Du musst da ein bisschen Schmackes reinbringen. Irgendwas musst du machen. Darum kommen auch viele neue Figuren. Die Merit Becker ist ja dazugekommen, der von mir sehr geschätzte Ronny Zerfeld. Genau. Das sind so tolle Leute, die gibt es nicht als historische Figuren. Die müssen das Ganze, die müssen eine gewisse Bluterneuerung da auch reinbringen. Herr Thieme, für mich sind Sie der beste Beweis dafür, dass es im Alter immer besser werden kann. Die nun wieder. Zumindest beruflich. Wie sieht es denn privat aus? Nächste Frage. Oder haben Sie keine mehr? Doch. Da kann ich auch noch einen Monolog, ich kann mal einen Osterspaziergang aufsagen oder so.
Ist ja die Zeit. Ach nee, wenn Sie senden, nicht mehr. Sie sind ziemlich gut befreundet mit Iris Berben, ne? Das kann man so sagen, ja. Was verbindet Sie mit ihr? Weil Sie erscheinen mir total gegensätzlich. Sie, diese filigrane, also trotzdem starke Frau, und Sie, so Holterdiepolter, Thomas Thieme mäßig. Das sieht man mal wieder, wie viel Sie von Menschen verstehen. Nämlich gar nicht. Aber da muss man eben dann Journalist werden, weil da bleibt ja wohl nicht weiter übrig. Herr Thieme, was verbindet Sie mit Iris Berben? Wollen Sie es mir verraten? Ja, es gibt so ein paar Leute, mit denen verbindet mich was, was ich nicht wirklich beschreiben kann. Iris ist einfach eine ganz tolle Person. Und da ist mir die Attraktivität und der Erfolg, ist mir ehrlich gesagt vollkommen wurscht. Das macht sie ja für andere, das macht sie ja nicht für mich. Macht sich ja nicht für mich hübsch. Aber sie ist sehr, sehr intelligent. Sie hat Kraft. Das ist ja kein Geheimnis. Sie macht vor allen Dingen ganz draus, 2 Jahre jünger als ich nur. Eine unbeschreibliche Kraft. Für den Beruf, für ihr Privatleben, für unglaublich viele Sachen. So im Bereich Menschen helfen. Politisch von einer absoluten Position, die sie nicht verlässt. Es ist, geht wahrscheinlich schneller, wenn man das Negative von Iris versucht rauszuarbeiten, weil es da nichts gibt, außer dass sie meiner Ansicht nach ein bisschen zu viel arbeitet. Und Sie sind immer noch per Sie, ja, oder? Da mache ich mir manchmal ein bisschen Sorgen, wie sie ackert. Das Verrückte ist, das ist ja für so eine hochattraktive Frau, die schon als 20-Jährige da fett mit dem Popo gewackelt hat im Fernsehen, dass die mit 70 so gut wird. So, ja, praktisch in ihrer Generation konkurrenzlos. Das, ja. Wissen Sie, woran ich immer denken muss, wenn ich Iris Berben sehe? Nee. Die 2 himmlischen Töchter, kennen Sie das noch? Ja, klar, das war doch das, was sie ja, mit Popo gewackelt genau, hat. Das meine ich doch. Sie genau. ist die andere, aber auch genauso süß. Ingrid Steeger. Ja, die hat, sie ist ein hochtalentiertes Mädchen. Die hat nicht so viel Glück gehabt, ne? Die hat sich ein bisschen falsch eingerichtet, sagen wir mal so. Ja. Das gibt es ja in unserem Beruf leider. Ich kenne ein paar so große Talente, die ich auch alle sehr geschätzt habe, die einfach wirklich krachen gegangen sind. Ist schade. Gibt es aber in jedem Beruf, außer vielleicht bei Journalisten, die werden bewundert in ihrer Biederkeit. Was haben Sie gegen Journalisten? Gar nichts. Kenne zu wenig. Aber Sie wollen mich immer ärgern. Aber Sie schaffen es nicht. Nö. Herr Thieme, Sie haben mal gesagt, Sie sind nicht so eitel, wenn es um Ihre Optik geht, sonst schon. Ja, in meinem Alter kann man das ja dann langsam auch mal sagen. Ich glaube, ich bin ein ziemlich schlauer Hund. Ich habe wahnsinnig viel gelesen und es war nicht umsonst. Manchmal bin ich mit Kollegen, und es gibt ja sogar Kollegen von mir, die gehen in Quiz-Sendungen und zur Thematik Goethe oder zur Thematik Brecht oder zu so einer Thematik, in so Fernsehquiz-Sendungen. Da fällt mir nichts dazu ein. Ich meine, ich kenne die ja und ich weiß, dass das, also entweder tricksen sie da rum oder so und versuchen da irgendwie sich als Spezialisten, da käme ich nie auf die Idee, mich für irgendwas als Spezialist auszugeben. Muss aber andererseits halt sagen, dass ich über ein paar Dinge schon in der Lage bin, mitzureden. Vor allen Dingen in meinem Bereich und im Fußball. Eintracht Frankfurt, wenn ich mich recht erinnere. Jawohl. Sie haben, und das weiß ich mit ziemlich großer Sicherheit, auch ein großes Herz für Kinder. Denn uns beide verbindet... Ach so, für Kinder, was haben Sie jetzt gedacht? Nicht so gut geht. Was haben Sie jetzt gedacht? Nein, nicht pädophil. So dreist werden Sie nicht. Und so weit können Sie mich auch nicht mit Feuerwehr verwechseln. Nein. Nein, ich habe kein wirkliches Herz für Kinder. Also dieses Beduddeln von Kindern, was in unserer Gesellschaft ja so großgeschrieben wird. Hutteldudel, das Kind bestimmt, wo es lang geht und so. Das ist nicht meine Gangart. Ich mag Kinder genauso, wie ich Erwachsene mag. Oder eben auch nicht, wenn sie mir auf den Keks gehen. Aber das ist ja oft so, gerade wenn die Kinder nicht so beduttelt werden, dann... dann werden sie für uns ein Fall, meinen Sie? Nein, dann üben sie eine Anziehung aus, die sie sonst nicht kennen. Durchaus. Ja? Durchaus. Und diese Krankenkinder, auf die sie ja sicher ja. anspielen wollen, ja, die liegen mir natürlich sehr am Herzen. Das ist ja gar keine Also wir beide, wir kennen uns über das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Ich frage mich die ganze Zeit, wie lange es her ist, dass wir uns das erste Mal dort gesehen haben.
Ist das schon 10 Jahre? Das müssten 10 sein. Oder? Ja. 10 Jahre. Es ist immer wichtig, dass sich Prominente auch für solche Projekte einsetzen, damit diese Projekte auch bekannt werden. Kann ich nicht leiden, das Wort. Aber warum haben Sie sich denn jetzt fürs Kinderhospiz entschieden? Weil das ist ja auch ein Projekt, was nicht so ganz ohne ist. Man hat dort mit Tod zu tun, mit todkranken Kindern, mit den ganzen Schicksalen, den Familien und so weiter. Also Sie hätten sich ja auch was anderes aussuchen können, was ein bisschen... Aber liebe Frau Peschke, das ist doch alternativlos, wenn man angesprochen wird darauf. Und ich war ehrlich gesagt verhältnismäßig unbeleckt mit solchen Sachen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also eine Hospiz, wo die Kinder schön betreut werden und die Eltern sind auch da und können ein bisschen entspannen. Ich wusste nicht, dass es so eine Einrichtung gibt. Und als das an mich herangetragen wurde, da habe ich natürlich keine Minute überlegt, was gibt es denn da? Was gibt es denn da zu überlegen? Es gibt doch diesen saudoofen Spruch, wenn du mit 18 Jahren nicht Kommunist bist, dann hast du kein Herz. Wenn du mit 80 noch Kommunist bist, dann hast du keinen Verstand. Das ist natürlich Blödsinn. Von wem kam dieser Spruch? Weiß ich nicht. Den kenne ich auch, den finde ich gut. Ja. Da ich ja wieder Kommunist geworden bin, also bei mir war es ja fast umgekehrt. wenn du mit 70 Jahren nicht begreifst, oder mit damals war ich 60, was das bedeutet, Eltern zu sein, die ein Kind haben, von dem sie wissen, wir müssen ja mal für die Zuhörer das auch ein bisschen, von dem sie definitiv wissen, dass das Kind stirbt. Und es ist 2 oder 4 oder 6 oder 10. Und sagt, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Rennfahrer. Und du sitzt daneben und bist der Vater. Und du weißt, er hat noch ein halbes Jahr. Also es geht mir so ins Zentrum, da konnte ich nicht, ich konnte ja wenig beitragen, ich kann ja niemandem helfen. Diese Vorstellung, dass man mit Kindern spricht, eigenen Kindern spricht, von denen man weiß, sie sind nächstes Jahr tot und sie freuen sich auf die Ferien. Also, ich weiß nicht, ob es den Zuhörern ähnlich geht. Also ich bin ein harter Hund, ich bin kein sentimentaler Mensch in dem Sinne, aber das da nicht mitzumachen, das geht gar nicht. Herr Thieme, hat es schon jemand mal geschafft, Sie verlegen zu machen? Sie zum Beispiel. Ich bin ja im Grunde dauerverlegen. Die große Fresse, die Sie hier hören, die ist doch eine reine Verlegenheit. Das können Sie sich. Psychologin sind Sie in dem Sinne nicht. Das will ich auch gar nicht. Ich weiß, dass ich das nicht sein kann oder auch nicht bin. Aber ich frage Sie deshalb anders. Was war Ihnen zuletzt unheimlich peinlich? Mir ist ständig fast alles peinlich. Das stimmt ja nicht. Bei anderen und bei mir. Dort das stimmt ja nicht. Doch, ich habe schon. Ja, weil Sie, wie gesagt, Psychologin sind Sie nicht. Sie haben ja vorhin auch gesagt, der Unterschied zwischen Iris und mir ist, dass Sie so fein und so niedlich und so still ist und nicht so eine mehr oder weniger große Schnauze haben. Ja. Das ist natürlich, mehr kann man ja Menschen gar nicht reduzieren. Ich reduziere Sie ja nicht darauf, aber ich stelle nur fest, dass wenn man Sie nicht kennt, dass es das Erste ist, was bei Ihnen, was so hängen bleibt. Mir ist alles peinlich. Gut. Können Sie auch kurz... Kurze Fragen, kurze Antworten. Wenn Sie Fragen beantwortbar sind, bis jetzt war es schwer. Beziehungsstatus? Vergeben. Kinder? 3. Das Gute an Ihnen ist? Ich bin ziemlich intelligent. Was ist nicht so prickelnd? Ich. Wovon träumen Sie gerade? Das ist wirklich eine gute Frage. Die ist auch ganz einfach zu beantworten, dass ich nach Berlin fahre, meine Tasche abstelle, wieder runtergehe zu meinem Italiener, der dann wieder offen hat, und Spaghetti aglio olio bestelle. Das ist mein momentaner Traum. Ihr coolstes Hotelzimmererlebnis? Ich soll angeblich mal, da war ich halbstarker noch in Halle, was aber wirklich nicht stimmt. Also ich sage es gerne 1000 Mal. So war ich, haben wir uns in Halle vorgestellt, so dann und ich. Der wurde Chef, ich wurde sein Lieblingsschauspieler. Und wir mussten in diesem Interhotel übernachten, was in Halle direkt am Bahnhof ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir kamen ja aus Magdeburg. Und da haben wir übernachtet und am nächsten Tag wollte ich wieder rein ins Zimmer, mittags. Hatten wir den Termin und ich wollte wieder zurück. Da haben sie mich nicht mehr reingelassen. Was ist hier los?
Nein, Sie kommen da nicht mehr rein in dieses Zimmer. Das habe ich doch gemietet, das Zimmer. Nein, so ein kleiner, ostsonaler Hotellöffel da, was weiß ich. Ja. Sie Potsau. Sie Potsau. Sie Potsau. Gibt's nicht. Auf Hallensisch. Ja. Sie Potsau. Ja, sagt er. Und ich denke, was ist denn der jetzt? Ich sage, was ist los? Du hast wohl nicht mehr alle. Wieso nennst du mich Potsau? Gut, und dann hat er sich so zweimal so rechts, links, ob jemand zuhört, hingekackt und breitgetreten. Hingekackt und breitgetreten. Entweder hat er das Zimmer verwechselt oder es hat ihm jemand was erzählt. Angeblich habe ich in das Zimmer gekackt. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ja, gut, was soll ich denn sagen? Ich habe es mir ja nicht mehr angucken dürfen. Der hat es mir ja nicht gezeigt. Ich hätte ja sagen können, so, Kamerad, Potsau geht jetzt mit dir da hoch. Ja. Und dann sagst du mir, hingekackt und breitgetreten. Nein, ich flog Stantepeter aus dem Hotel raus, weil ich angeblich hingekackt und breitgetreten hätte. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in ein Zimmer gekackt. Ich habe schon vieles im Zimmer getrieben. Ja, und Sie konnten diesen Knoten auch nie lösen? Also Sie konnten nicht herausfinden, was da los war? Du, ich war Mitte 20. Das war mir dann auch ehrlich gesagt. Egal. Außerdem ist es für die Legendenbildung. Man hätte es veröffentlichen sollen. Sowas ist doch immer gut. Es gibt doch viele Kollegen, die durch solche Erlebnisse überhaupt in die Charts gekommen sind. Die sind nur deswegen in der Super-Illu, weil sie hingekackt und breitgetreten haben. Als Schauspieler kriegst du die sonst gar nicht so mit. Ja, ist doch so. Hätte ich mal machen sollen. Ja. Verpasst. Herr Thieme, Bio oder konventionell? Ja, schon konventionell. Zu spät für Bio. Hammer oder Handwerker? Machen Sie es selbst oder holen Sie jemanden? Hammer. Sie machen selbst? Nee, ach so, Hammer ist selbst machen. Ja. Nee, Handwerker. Hund oder Katze? Hat viel gewechselt, jetzt bin ich wieder beim Kätzchen. Paris oder New York? Ah, ist das schwer. Das ist die schwerste Frage überhaupt, weil das sind die beiden Städte. Echt? Und Rom. Also Rom fürs ganz Romantische, Paris so für schön und New York für Wahnsinn. New York zu alt, ich kann's mal rational versuchen. New York zu alt. Ja, jetzt nicht. Also wenn ich jetzt dort wäre, wäre es gerade richtig. Ich sage, gehen auf der Straße. Also für New York zu alt, für Paris zu arm. Also da zahlst du dich ja dumm und dämlich, wenn du dort leben willst. Und für Rom auf Dauer zu unromantisch? Nee, für Rom, ja, vielleicht. Im Grunde genommen für alles drei ist zu alt. So schlecht bin ich jetzt aber nicht. Für Kurzbesuche, ja. Bei allen dreien. Wie ist das, wenn Sie romantisch sind? Das interessiert mich jetzt echt. Nächste Frage. Gut. Tattoos oder Piercing? Na, Tattoos, also das ist haben ja Sie noch eins? Das andere. Ist ja, nein, ich bin dieser Sache mehrmals entkommen. Es war immer mal in bestimmten Situationen meines Lebens, wo ich nicht so Herr meiner Sinne war, war ich immer mal kurz vor einer gefährlichen. Und da bin ich aber Gott sei Dank besoffen eingeschlafen und dann hat sich keiner mehr an mich herangetraut. Nein, ich bin Sie vielleicht, haben Sie was? Nix. Wie die Jungfrau. Das kann ich nicht prüfen. Nein. Sie könnten es bei mir ruhig prüfen. Also, ja. Also wenn Sie, machen wir erstmal hier zu Ende und dann reden wir nochmal. Wenn Sie wollen, können Sie prüfen. Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank? Milch, fettarme Milch, Joghurt, Butter, keine Biere, Wein. Wofür geben Sie zu viel Geld aus? Für gar nichts. Ich bin ziemlich bedürfnislos. Auf ja, für meinen Italiener. Wenn es wieder richtig schön wird, kann mich der Italiener schon, wenn ich eine gute Woche habe, viermal anlocken. Mhm. Und dann sitzt schon jedes Mal, da sind schon 60, 70 viermal weg. Mhm. Das ist dann viel Geld. Mit wem würden Sie gerne mal eine Nacht durchmachen? Also so Party, reden? Nichts mehr. Ich möchte mit niemandem mehr eine Nacht durchmachen. Wenn überhaupt, dann vielleicht mit Trump, weil ich mal rauskriegen gerne würde, was mit dem wirklich los ist. Und wenn man ihn abfüllt, was schwer ist, glaube ich, der ist ja ein Tier. Aber wenn man mit dem zwei Flaschen Wodka trinkt und dann ein bisschen selber noch in der Lage ist, vielleicht muss man heimlich Wasser trinken, damit er voll ist, dann wird er mich schon eine Nacht mit Trump. Das ist eine außergewöhnlich seltsame Gestalt. Spielen würde ich ihn auch gerne, aber da bin ich nicht groß und gewaltig genug. Das muss ein Ami machen. Der ist ein Ami. So ist kein Deutscher, oder kennen Sie einen Deutschen? Da war ja selbst Kohl ein Pipifax gegen dieses Monster, oder? Ja? Ja. Der geht wie sein eigenes Denkmal. Ja. Weißt du, so gehst du, wenn du weißt,
Ich habe die ultimative Bedeutung in dieser Welt. Ich bin eins. Ich weiß nicht genau, wer dann kommt. Irgendwelche kommen dann. Und ich kenne auch niemanden, der so war wie er. Oder als Vergleich oder so. Nein. Also, das gibt es nicht. Darum will ich ja gerne mal, möchte es gerne mal. Ich will gerne mal wissen, wie es ist. Wenn er in der Unterhose, im Schießerunterhose und Unterhemd, wir betet im zu warmen Oval Office sitzen, zwei Flaschen Schnaps trinken und ich ihm auf den Zahn fühle. Das täte mich mal interessieren. Da würde ich sogar mal wieder eine Nacht durchmachen, was ansonsten bei mir nicht mehr oft passiert. In welcher Beziehung sind Sie ein Spießer? In jeder. Weil ich ein Spießer bin. Nee, Sie sind kein Spießer. Doch, ich bin Spießer. Gut, Sie waren pünktlich. Ich bin immer pünktlich, ich gehe nicht mehr fremd, ich saufe nicht mehr richtig. Das heißt, Sie sind mal fremdgegangen? Ich habe keine Ansichten mehr. Das heißt, Sie sind früher mal fremdgegangen? Nächste Frage. In wen waren Sie mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen? Ich weiß, was Sie jetzt hören wollen, in Sie, aber nur bedingt. Nein, ich kann Sie jetzt schlecht fragen, weil damals war das noch nicht so. Normalerweise frage ich auch immer, welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen? Das gab es ja noch nicht. Naja, Rolling Stones ohne Ende. Ach so. In doch, meiner Kinderzimmer natürlich. Ach so. Ich hatte die ganzen vier Wände voll. Im Kinderzimmer? Hab ich mir alles besorgt, ja. Sie sind 48 geboren. Ja. Warten Sie mal, der 58, 68. Mit 18. Dann so. 18 ungefähr kamen die. Nee, da war ich 16, da kamen die. Gut, 62 ich kamen die, glaube ich, da war ich 14. Ich habe nichts gesagt. Satisfaction war ich 14 oder 15. Ihr fiesester Kinderstreich. Nee, du hast ja die Frage noch gar nicht gehört. Was? In wen ich heimlich verliebt war. Ja, genau. Denke ich gerade. Na, berühmt? Ja. So platonisch. Na, so verschossen, so ein bisschen verknallt. Fällt mir keiner mehr ein. Nix, alles weg. Daran siehst du, wie alt ich bin. Ihre erste große Liebe hieß, fällt Ihnen das noch ein? Irene. Ihr erster Kuss war wo? Am Haus der Frau von Stein in Weimar. Hm. Ihr erstes Auto war ein? 3B. Die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren? Ja, das waren schon 10, 12. Jahre, nicht Tage. Ja, klar, was denn sonst? Ach so, der war gut. Sie haben auch einen Punkt gemacht. Und das schönste Kompliment, das Ihnen je eine Frau gemacht hat? Ja, das Schönste ist gleichzeitig das, was ich nicht mehr hören kann. Sie haben so schöne Hände. Ist das so? Zeigen Sie mal. Ich habe so komische... Also Sie haben Künstlerhände. So Frauenhände, also Künstlerhände. Ja, ja. So, also das ist doch keine Männerhand. Nee, Sie waren auch nie im Garten, ne? Was soll ich denn dort? Die Blumen angucken? Das mache ich. Aber ich fasse sie nicht so gerne an. Was steht als nächstes auf Ihrer persönlichen To-Do-Liste? Naja, die Filme drehen, die geschoben sind. Jetzt kommen. Und privat? Na, ich bin jetzt fast 4 Wochen hier. Wenn das hier alles mal vorbei ist, wieder nach Berlin zu fahren und zu meinem Italiener zu gehen. Und reisen und so gar nicht? Oder irgendwas anderes? Oh, reisen. Ich bin ja jedes Jahr einmal, ob das nun alles so weitergeht, weiß ich nicht, mit meinem Sohn in Madeira. Mhm. Das ist immer sehr schön, weil das im Januar ist, wo man es hier nicht aushalten kann. Eigentlich habe ich gar nichts vor. Ein paar Bücher lesen, den Lem zu Ende lesen und noch ein paar andere. Also man kann doch jetzt wirklich nicht sagen, dass mit 72 schon alles vorbei ist, oder? Weiß ich doch nicht. Naja, aber... Was soll ich das wissen? Aber es hört sich manchmal so an. Ein paar Sachen sind vorbei, ein paar Sachen gehen noch, sehen Sie ja. Ja. Also mit Ihnen reden klappt. Ja. Rollen gingen hoch bis jetzt ganz gut. Mhm. Wir mal sehen, wie es weitergeht. Mhm. Und den Rest der Frage beantworten Sie sich mal schön selbst. Was ist denn schon unterschrieben zum Drehen und was muss noch gedreht werden? Die Dinger sind im Grunde alle geschrieben. Das waren 4 Stück. Was denn? Was kommt da jetzt? Ja, das habe ich ja schon erzählt, der Improfilm. Mhm. Was noch? Dann gibt es ein Kinodebüt von einem sehr witzigen jungen Regisseur. Das Las Vegas heißt der Film. Der dreht seinen ersten Film als Profi. Da bin ich der Sohn eines jungen, aufstrebenden Modedesigners, der aber abrutscht in die Drogenszene. Da ist meine Partnerin, die Gattin, wenn es zustande kommt, Nastassja Kinski. Mhm. Da freue ich mich natürlich. Ich wusste gar nicht, dass die noch praktiziert. Ja, aber die war weg, die war in den USA. Ja, aber die war die habe ich vor 2 Jahren getroffen auf dem Semperopernball, wo Sie ja nicht hingehen. Nee, die laden mich aber auch nicht ein. Nein. Ach, du bist so verrückt, was wollen die mit mir? Ja, aber die ist nicht weg. Die war zwischendurch so, auch mal ja, wieder ich, weg. Da ich ja nicht diese Kontakte habe, ja, weiß ich das nicht. Dann gibt es, soll es geben, einen Film mit Senta Berger
auf der Basis eines Kurzfilms, den ich mit Senta gemacht habe, ein Zwei-Personen-Film. Und das wird dann ein Spielfilm, ein Langspielfilm, da kommt eine dritte Person dazu, noch ein anderer Mann. Und die beiden kämpfen dann um die Frau Berger. Ist denn so ein Typ Frau wie Senta Berger etwas, was sie um den Verstand bringen könnte? Ich hätte noch nie eine Frau um den Verstand gebracht, wollten Sie jetzt sagen? Überhaupt ein Mensch um den Verstand gebracht. Also das ist eine Frage, wir müssen es im richtigen Schauspieler stellen. Die sind ja schnell, um den Verstand zu bringen. Ist das so? Die richtigen Schauspieler. Also so, die ich kenne. Ruckzuck. Und dann morgen wieder. Also, was ist denn Ihr Typ Frau, wenn es Senta Berger nicht ist? Ich habe keinen. Nicht? Also wenn ihr das nicht alles rausschneidet, ich stand früher unheimlich auf Busen. Gut, Herr Thieme. Also damit war ich so korrumpierbar. Also, irgendwie sind die für mich gemacht. Der Busen der Frau hat sich über das gesagt. Das hat der liebe Gott für mich angeschafft, damit ich denke, wow. Aber heutzutage macht das ja auch gar keinen Spaß mehr. Kommentieren kann man es überhaupt nicht mehr, ist total durch. Der Rest ist MeToo, das, was sich nie gehörte und was man auch nicht zu machen hat, natürlich nicht. Aber auch dieses, was die Iris auch immer, die Berben auch immer so vermisst, dass dieser Charme im Flirt, die ist ja noch die Generation, die hat geflirtet und wurde angeflirtet von Bill Clinton und von allen möglichen Männern. Und das ist ja vorbei, das ist alles in eine Ebene gezogen worden, wo es ja auch gar keinen Spaß mehr macht. Diese Ebene ist, da haben eben bestimmte Männer haben es eben verkackt. Ja, die haben es eben versaut. Und die haben es für alle anderen gleich mit versaut. Also die einfach nur einen Busen, schönen Busen finden, die sind mitgestraft. Die müssen eben auch woanders hingucken. Auf einen Hund von der hübschen Frau. Wenn sie ein Hundchen mit hat, ach, was ist denn das für ein niedlicher kleiner Fifi hier? Und dann bist du ja safe. Dann, ich habe ja gelernt, dass Sie an Frauen eins mögen, wenn sie widersprechen. Und ja, am liebsten ist es mir, wenn sie gar nicht sprechen. Herr Thieme, da schreiben wir uns auf. Ein besseres Schlusswort gab es noch nie. Da, wo wir jetzt aufgehört haben, fangen wir beim nächsten Mal an, okay? Was für nächstes Mal? Naja, zum 80. oder so. Ach so. Nee, das schaffe ich nicht. Ach doch, ich sag ja. Ich lege mich nicht fest. Gut. Dann ich bin jetzt schon ein halbes Jahr älter, als mein Papa je wurde. Ach so. Die Gene. Ich weiß es nicht. Aber mit so einem Smoothie, den ich Ihnen heute gemacht ja, habe. Ja, wenn ich das öfter machen muss, dann ist die Suizidgefahr größer, als dass ich normal schlafe. Herr Thieme, es reicht. Es reicht. Machen Sie es gut. Ja, machen Sie es auch gut. Schön gut. War schön mit Ihnen. Mit Ihnen auch, Frau Peschke. Sina Peschke trifft.